zurück bei Grow Life, Costa Rica, Pura Vida. Heute mit einer ganz wichtigen, wirklich kernigen Frage bzw. Thema. Ob jetzt da hier in Costa Rica, wo der Lebensstandard sicherlich unter dem in Europa oder in den USA beziffert wird, erst recht in Indien oder in Vietnam, mir kommt so vor, als wären die Leute hier auf keinen Fall unglücklicher als bei uns in Europa oder in den USA. Im Gegenteil. Vielmehr im Gegenteil. Ja. Warum? Woran liegt das? Hier auf dieser Playa, auf dieser wunderschönen Playa in Guanacaste, ist mir jetzt dieses Thema zu Kopf gestiegen. Ja, wir sind hier, wir sitzen hier, wir trinken unsere Cerveza, wir unterhalten uns mit den Leuten, alle sagen Holla, man setzt sich zu ihnen oder sie setzen sich zu uns und wir tauschen uns aus und die Zeit vergeht. Wäre ich in Wien, wäre das ganz anders. Ich hätte wieder mein Handy, würde viel mehr wieder in die Röhre gucken, die Monitore würden wieder laufen, ja, und damit verbunden die Begehrlichkeiten, die Werbung, die Propaganda, ja. Das ist ja eine Methode des Staates, ja, die Begehrlichkeiten der Menschen zu entzünden, ja. Unter dem Deckmantel, man gebe den Menschen Freiheiten. Ja. Man gebe ihnen das Okay zu allen Varianten der Sexualität. Ja. Alles wird gut geheißen, als hätte man früher nicht die Optionen gehabt. Ja. Aber es wird halt nicht nur doppelt, sondern tausendfach unterstrichen, damit die Begehrlichkeiten steigen, damit sich die Menschen in die Haare bekommen. Also, vielleicht fangen wir bei Sigmund Freud an. Sigmund Freud hinsichtlich des Reizhungers. Ja. Also in uns ist ja immer ein Hunger der Satisfaction, also der Befriedigung. Ja. Immer richtet sich dieser Heißhunger auf irgendwelche Dinge, Objekte, ob das jetzt der Menschen sind, ja, das andere Geschlecht oder irgendwelche Objekte, die anhand ihres Warenfetischs irgendwelche Hoffnungen erfüllen sollen. Die meisten kaum in Erfüllung gehen. Das Auto wird mit Freiheit assoziiert. Naja, aber es hat auch seinen Preis. Ne? Es ist, viele fahren nur im Kreis herum. Ja? Wie dumm. Es ist diese Begehrlichkeiten. Also, Sigmund Freud meint, man kann seine Begierden nicht stillen, aber soll es versuchen. Damit meint er, ja, man kann sie zeitweise stillen. Also wenn ich ein sexuelles Bedürfnis habe, ja, dann kann ich es stillen und am nächsten Tag oder ein paar Stunden später ist es wieder da. Aber man soll es zu wenigstens versuchen. Also extra reiche Leute brauchen da am Tag schon 50.000 Euro, um diese Begierden alle stehen zu können. Da werden für diese Leute eingesetzt, dieser Butler, diese Personen, die einem dieses und jenes bringen und mit diesem und jenem versorgen und auf das aufpassen und das kontrollieren und das in die Wege leiten. 50.000 bis 100.000 Euro, dann sind die Begierden einigermaßen gestillt. Man ist immer noch nicht glücklich. Ja. Sind wir noch nicht glücklich, weil dann ist nämlich ein großes Loch der ganz großen Begierde, die sich auf keine Objekte mehr richtet, sondern ein Reizhunger, der einfach da ist und sich nichts mehr findet. Okay, zurück zu Freud. Also, man kann die Begierden nicht stillen, aber soll es zumindest versuchen. Jetzt sage ich als Gegenansatz, man kann die Begierden nicht stillen und soll es nicht versuchen. Ja. So oder so wird immer ein gewisses Potenzial an Verlangen
Man könnte auch sagen, unerwünschtes Verlangen, also Unglück da sein. Aber wenn man die Hintergründe, die wir jetzt hier besprechen, kennt, dann braucht man sich ja nicht allen diesen Dingen aussetzen. Ne? Das heißt, und das ist eigentlich die Lösung, das ist der Kern des Pudels Kern. Wenn ich eine Sache gar nicht kenne oder sie noch nie ausprobiert habe, dann besteht auch kein Verlangen nach ihr. Das heißt, wenn mir die Werbung oder irgendwelche Gesellschaftskonzepte irgendein Glück verkaufen wollen oder anpreisen, dann muss ich nicht darauf eingehen. Ja? Und wenn ich nicht darauf eingehe, dann wird nie ein Verlangen danach bestehen. Und dann, wenn nie ein Verlangen danach besteht, dann bin ich meiner selbst, ja, habe dann zu viel an Freiheit, ja, bin nicht so sehr an die Arbeit gebunden und komme dem Purer wieder näher. Aber wenn ich mich einmal darauf einlasse, denken wir an Varianten der Sexualität, wenn ich mich darauf einmal einlasse, dann komme ich ganz schwer wieder davon weg, ohne dass ich jemals, wie Freud gesagt hat, wirklich Befriedigung finde. Deshalb lassen wir uns besser nicht auf alle Dinge ein, nehmen Abstand, ja, und regulieren das tagtägliche Leben, indem wir auch mit unserem Verlangen, ja, auch ungestillten Verlangen umgehen und wissen, dass das normal ist, dass es nicht besser werden wird. Und ja, natürlich manche Bedürfnisse muss man suchen zu erfüllen. Es fängt an bei Essen, Trinken, das ist keine Frage. Aber lassen wir uns nicht auf jeden Unsinn ein, nur weil ihn angeblich jeder begehrt und jeden glücklich machen soll. Das ist der Punkt. Und ja, bis später. Hier gibt es nichts zu erwerben, nichts zu kaufen, nichts zu spekulieren, keine Monitore, keine Werbung. Einfach nur das Sein. Der reine Genuss. Ohne Verlangen. Einfach nur die Seele baumeln lassen. Vögel. Kann man auch nicht fangen. Sind einfach nur da. Auch die Iguanas kann man nicht fangen. Manche sollen sie ja hier wirklich braten, ne, am Spieß, aber kann man nicht fangen, sind zu schnell. Gut. Es gibt hier auch nichts mitzunehmen. Es ist alles nicht zu haben, nur zu genießen. Ja, da könnte eine Idee aufkommen, irgendwo hinzufliegen. Aber wenn es doch hier so schön ist. Da sitzen sie alle in Reihe und Glied. Kurzschwanziger. Ah, der hat sich verletzt. Ja, die Burschen tun überhaupt nichts. Außer manchmal ein bisschen beißen und kratzen.
Ja, wären wir jetzt in der Stadt, da gäbe es natürlich Unmengen an Begehrlichkeiten. Ja. Kaufhäuser, Restaurants, Bars, ja. Kulinarisches, Mode, alles Mögliche. Dann könnte man mit der Kutsche fahren oder mit dem könnte man fahren oder man könnte die U-Bahn nehmen oder sich da etwas Geld ersparen oder hier ist man frei. Einfach nur reiner Genuss. Das ist Yoga pur. Libellen, alles voller Libellen. Auch die kann man nicht mitnehmen. Nur bewundern und bestaunen. Aha. Wobei so ein Boot wäre nicht übel. Ja? Aber keines hier zu kaufen, keine Geschäfte. Das war Playa Panama und das Beste, was wir von hier mitnehmen, ist, dass es am besten ist, wenn es hier nichts gibt, das man mitnehmen kann. Außer in der Erinnerung. Don Bici Plantage. Warum du anders bist? Wenn du dich für solche Themen interessierst. Und da oben und noch weiter oben und auch hier, da ganz oben, sind Wildbienennester. Ja, kann man auch nicht mitnehmen. Kleinen Waldfaden, muss man ein bisschen aufpassen, könnte ja eine Schlange herumzischen. Ja. Erweckt aber auch keine Begehrlichkeiten. Nichts zu mitnehmen. Einfach nur beobachten. Statt nehmen und haben, einfach nur beobachten. Wie sagt man? Gute Beobachtung ist gute Wissenschaft. Da sind überall angeblich Krebse drinnen. Ja, das hier könnte Begehrlichkeit erwecken. Das ist die sogenannte Tamarindo-Frucht. Ja. Die kann man, ja, da ist drinnen ein Mark und kann man tolle Säfte draus machen. Ja, sehr süß. Da muss man aufpassen, speziell wenn man mit so einem Schuhwerk unterwegs ist, dass da nicht doch irgendein Reptil. Sind schon wieder Eidechsen, kleine Eidechsen, die sind nicht gefährlich, aber es gibt hier 1000 Füßler und natürlich Schlangen und Skorpione. Die Skorpione sind nicht so gefährlich, da wird man nur ein bisschen gelähmt, aber die Schlangen, immer schauen wegen den Schlangen. Und diese Biester sind sehr gut getarnt, ja, sehr gut getarnt. Die können auch vom Geäst herunterhängen, also man muss unten und oben schauen. Ja, das Paradies hat seinen Haken auch, ne? Aber nichts zu mitnehmen, Freunde. Da ist ein Fluss unten. Ja, da kommt parallel ein Fluss, ja, hier ins Meer. Und wo Flüsse sind, sind auch Krokodile. Schöne Kakteen. Ui. Also da müssen wir jetzt wirklich Acht geben wegen Krokodilen. Ja, kann man sich vorstellen.
Wunderschön. Können wir den jungen Mann da fragen, ob es Krokodile gibt? Er wird natürlich Nein sagen. Ja. Hola, Senor. Una pregunta. Aquí hay Krokodilos? No. No. De este Rio? No. Ah, este es fantástico. Gracias. Natürlich sagt er, es gibt keine Krokodile. Ja. Aber reingehen tut er sicher auch nicht. Ja. Also da, so Mangrovenwäldchen, ja, direkt am Meer. Das ist der Golf, den sich der Herr Bill Gates einmal einverleibt hat, obwohl es, ja, wie schon erwähnt, verboten ist, in Costa Rica Strände zu kaufen. Da geht es dann raus aufs offene Meer. Und hier hinten in der Bucht hat Billy Boy einen riesigen Hafen gebaut und gedacht, es werden da Touristen kommen mit riesigen Yachten, riesiges Hotel grenzt an mit Golfclub, alles. Verspekuliert. Aber es ist in Privatbesitz gekommen. Ja. Und das, glaube ich, um 30 oder 50 Millionen Dollar, also einen ganzen Golf um 30 bis 50 Millionen Dollar, da lässt sich ja nicht weiter spekulieren. Vielleicht spiele ich mit dem Jungen ein bisschen Fußball. Die Bewegung könnte nicht schaden. Schöne Muscheln. Ja, Costa Rica spielt jetzt in 2 Tagen Weltmeisterqualifikation gegen Neuseeland. Da werden wir die Daumen halten. Da gibt es schon wieder Begehrlichkeiten. Und so im Dickicht herumstreunen sollte man überhaupt nicht. Und wenn, dann ohne Schirmkappe, damit man sieht, was oben rumhängt. Auf jeden Fall keine Begehrlichkeiten, ja. Abenteuer pur, keine Begehrlichkeiten. Einfach nur sich spüren und genießen. Das ist Freiheit, das ist pura Vida. Ja, drum nachher dann, wenn die Begehrlichkeiten wieder da sind, ein bisschen Yoga, ja, eine Gehmeditation, ein paar Mantren und man ist wieder mit sich und der Welt im Reinen. Look to the over there. Aber auch der Fisch erweckt in mir keine Begehrlichkeit. Der Arme liegt da und krepiert schön langsam. Und ich würde mir nur Gedanken machen, ja, ob ich nicht doch da ein Stück Holz anwenden soll oder nicht. Ja, das ist ja der Grund, warum ich fast vegetarisch lebe. Schaut sich das an. Was braucht der Mensch mehr? Das war Playa Panama und das Beste, was wir von hier mitnehmen, ist, dass es am besten ist, wenn es hier nichts gibt, das man mitnehmen kann. Außer in der Erinnerung. Und vielleicht eine neue Liebe. Es una mentira. Ah.
solo Bavaria. In questo momento. Un regalo. Él te puso castillo en París. Nos con puras mentiras. Ah. En un cuarto de gracias, señor. Man muss ja nicht hundertprozentig konservativ sein, man kann sich ja immer wieder mal ein, sagen wir, Bierchen genehmigen und ja, halt nicht zu sehr über die Stränge schlagen und mit Yoga dann wieder runterkommen, pur wieder.